Im Themenbereich 2 geht es jetzt um Modellierungssprachen, also jene Instrumente, die wir verwenden, um Geschäftsprozesse dann auch wirklich konzeptuell abzubilden. Diese Modellierungssprachen bilden also die Grundlage der Repräsentation und dementsprechend ist es wichtig, sich ganz bewusst für eine Modellierungssprache zu entscheiden, die man dann einsetzt, um das Modell abzubilden, je nachdem, welchen Zweck man damit erreichen möchte. Modellierungssprachen gibt es quasi wie Sand am Meer. Also kann dann irgendwann einmal bei 30, 40, 50 wahrscheinlich zum Zählen aufhören. Plus dann noch Dialekte dazu, also Varianten von Modellierungssprachen, die auf bestimmte Anwendungsfälle irgendwie angepasst wurden. Um diese Vielfalt soll es hier auch gar nicht gehen. Wir fokussieren uns auf drei konkrete Sprachen, die unterschiedliche Zugänge zur Prozessmodellierung auch historisch darlegen und die auch für unterschiedliche Verwendungszwecke gedacht sind, sodass ihr zumindest einmal im ersten Schritt einen kleinen Werkzeugkoffer mitbekommt, um unterschiedliche Sprachen für unterschiedliche Zwecke auswählen zu können und dann aber auch bewusst diese Entscheidung zu treffen, je nachdem, was abgebildet werden muss und was die Zielsetzung ist, sich ganz bewusst für eine bestimmte Sprache zu entscheiden. Ja, das trifft sowohl die Überlegung, ob wir Menschen, also Akteure, die aktiv oder passiv da an der Modellbildung beteiligt sind, einbeziehen wollen, also eine Sprache brauchen, die möglichst verständlich für Menschen ist, oder auch Computersysteme als Akteure zu sehen, also eine Sprache brauchen, die möglichst einheitlich, eindeutig und exakt interpretierbar ist, also eine formale Semantik, exakt spezifizierte Semantik auch besitzt. Genau, wir werden jetzt, habe ich schon angekündigt, drei unterschiedliche Sprachen uns anschauen. Das ist auch historisch angeordnet ein Dreischritt von ausgehend von den Flowcharts, also den Flussdiagrammen, ist noch die einfachste Form und auch historisch älteste Form der Abbildung von Prozessmodellen, kommt aus der Beschreibung von Computerprogrammen ursprünglich und wurde dann irgendwann einmal in den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts auch adaptiert, um organisationale Abläufe abzubilden und ist für bestimmte Art von Prozessen, werden wir uns dann genauer ansehen, auch nach wie vor eine geeignete Repräsentationsform. Wenn es dann komplexer wird, das heißt, wenn die Abbildungserfordernisse steigen, wenn das, was wir abbilden wollen, nicht mehr ein einfacher linearer Ablauf mit der ein oder anderen Entscheidung ist, sondern wenn es auch zum Beispiel darum geht, parallele Abläufe in einem Unternehmen beschreiben zu können, Verantwortlichkeiten oder Dokumente noch an den Prozess anzuhängen, also die Zusammenhänge über den eigentlichen Arbeitsablauf hinaus zu beschreiben, dann sind wir sehr schnell bei Notationen, die dann irgendwann in den 80er, 90er Jahren entstanden sind, als Repräsentant dafür, die sogenannten ereignisgesteuerten Prozessketten, die lange Zeit in Europa de facto Standard in der Prozessmodellierung waren und die sehr exakte Spezifikation von Prozessen ermöglichen, darf dabei aber auch zu sehr komplexen und umfassenden Modellen führen. Und als das, was man heute können sollte, weil es einfach mittlerweile der de facto Standard ist, irgendwann um Anfang der 2000er herum entwickelt die sogenannte BPMN oder die Business Process Modeling and Notation. Das ist eben eine und der erste offizielle Standard im Bereich der Geschäftsprozessmodellierung. Eine Sprache, die sehr vielseitig ist, eine Sprache, die auch explizit es ermöglicht, Kommunikationsabläufe, nicht nur Prozessabläufe, zu modellieren und eine Sprache, die es ermöglicht, für unterschiedliche Zielgruppen zu modellieren. Sehr informell die Modellelemente zu verwenden und einfach Kommunikation im Unternehmen zu unterstützen zwischen den Akteuren, die verstehen müssen, wie sie zusammenarbeiten, aber auch sehr exakte Modellspezifikationen ermöglicht, sodass man dann Informationssysteme konfigurieren kann, die dann den Arbeitsablauf in einer möglichst umfassenden Form unterstützen können. Das sind die drei Kernthemen dieses Themenbereichs. Abschließend haben wir dann mit einem Thema, das der Einordnung und der Sprachwahl gewidmet ist. Das heißt, da geht es dann darum, nochmal auf die Kriterien einzugehen, die wir heranziehen, um dann eine konkrete Sprache für einen bestimmten Anwendungsbereich einzusetzen.